Wie häufig kommt denn tatsächlich die Vergoldung heute noch vor? Also ich meine, das ist jetzt nicht so das, was ich in meinem täglichen Leben sehe. Ziemlich häufig. Von Privatpersonen? Ja, oder? Ja. Also wir haben ja sehr viele Privatkunden, arbeiten natürlich auch für viele Sammler, die halt ihre Sammlungen dann rahmen lassen. Ja, das kommt sehr häufig vor. Das ist ja im Grunde genommen dieser Oberbegriff. Es ist ja egal, ob du mit Echtgold arbeitest oder mit Weißgold. Es läuft alles unter dem Begriff Vergolderei. Mhm. Wenn ihr jetzt rahmt, rahmt ihr nur oder restauriert ihr auch alte Rahmen? Ich meine, es gibt ja auch erhaltenswerte Rahmen. Mhm. Und kommen da die Kunden auch zu euch? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und wie wichtig ist ein Rahmen für ein Bild? Super wichtig. Super wichtig. Ein Rahmen sollte bestenfalls unterstützen, also Bild und Rahmen sollten eine Einheit ergeben. Es sollte jetzt nicht so sein, dass man bei dir zu Hause reinkommt und sagt, oh, das ist ja ein super toller Rahmen, oh, das Bild ist auch ganz nett. Es muss halt einfach eine Einheit ergeben und das ist das, was wir halt auch propagieren. Und das ist unsere Philosophie. Jetzt bin ich gerade raus, Entschuldigung, du erzählst so spannend. Danke. Da schweift mein Kopf schon wieder ab. Nein, aber also, du hast ja die Rahmen, du hast aber auch die Galerie. Was für Bilder gibt es denn da bei euch in der Galerie zu sehen? Habt ihr da eine bestimmte Richtung oder? Ja, es ist sicherlich schon roter Faden zu entdecken. Also wir haben, als ich die Kunsthandlung Steinbach übernommen hatte, gab es halt nicht ständige Ausstellungen. Wir hatten halt ein gewisses Repertoire an Kunstdrucken und Grafiken. Und im Jahr 2001 habe ich sie, wie gesagt, übernommen. Und da habe ich es halt auch mit den Ausstellungen eingeführt. Also ich habe halt damals angefangen mit einer Ausstellung Sibylle und Antje Hassinger. Das sind witzigerweise auch zwei Schwestern, die beide malen, aus Dortmund und aus Witten kommt. Ja, und seitdem hat sich das so fortgesetzt. Also wir machen eigentlich ein- bis zweimal im Jahr Ausstellungen, wechselnde Ausstellungen. Und kommt es da auch vor, dass die Künstler vor den Bildern dann bei dir rahmen lassen oder eher selten? Ich rahme dann die Bilder für die Künstler, sagen wir mal so. Das ist dann eher der Weg. Mhm. Ja, das passiert schon, genau. Aber oftmals bieten wir die Bilder auch erstmal ohne Rahmen an und wenn dann ein Kunde sich für die Bilder entscheidet, dann kann man halt auch einen entsprechenden Rahmen aussuchen. Wie bekommt ihr neue Kunden in den Laden? Also ich finde den Laden sehr interessant und ansprechend, aber ich sag mal, für Otto Normalverbraucher ist es natürlich abschreckend, weil du brauchst ja Platz, um ein Bild wirken zu lassen, um das zu sehen. Also sieht der Laden für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen leer aus und man hat vielleicht ja auch Berührungsängste. Ja, die versuche ich eigentlich abzubauen. Also für mich ist es total wichtig, dass diese Hemmschwelle sehr niedrig gehalten wird. Denn wir wollen für jemanden da sein, der einfach mal eine Kunstpostkarte kaufen möchte. Und natürlich auch für den Kunden, der halt einen hochwertigen Vergolderrahmen mit Spezialglas kaufen möchte. Also das Publikum ist sehr breit gestreut. Und auch bei den Rahmen, also ich kann jetzt auch mit einem gekauften Druck zu dir kommen, ja, und du rahmst mir den genauso wie jetzt was selbstgemaltes oder was, ein ererbtes Bild. Da ist also wir rahmen auch die Rheinische Post von gestern, das ist kein Thema. Nein, das machen wir auf jeden Fall. Also wir haben, in meiner Laufbahn haben wir schon die kuriosesten Sachen gerahmt, also über Babyschuhe, Strampler, KIV-Trikots, andere Trikots, also da sind schon verrückte Sachen eingerahmt worden. Ich erinnere mich noch an eine Eat-Art-Sache, das war ein eingeschweißter Käse, der dann leider, wo das Vakuum sich leider aufgelöst hatte. War nicht so ganz schön. Der ist dann alleine aus dem Laden spaziert. Sozusagen, quasi. Das ist dann beim Rahmen kaputt gegangen? Nein, oder? Der Künstler hatte, das war eine ältere Arbeit. Ach, das war vorsätzlich? Das war, das war ein Unfall sozusagen. Der Künstler hatte das wohl nicht richtig eingeschweißt und irgendwann ließ das halt nach. Naja, gut. Das, ja. Auch sowas kann passieren. Du bist da einer Organisation, wenn ich das so nennen darf, beigetreten, die im Prinzip ja auch unseren Gedanken, den wir hier propagieren, unterstützt. Und zwar Buy Local. Richtig, genau. Was hat es damit auf sich? Das ist eine Organisation, die ist gegründet worden durch einen Buchhändler. Weil ich denke, wie ja hier viele wissen, also die Buchhändler haben es ja nun insofern nicht so leicht, weil sie halt von diesen Riesen wie Amazon und Thalia bedroht werden, anders kann man es leider nicht nennen. Und die haben halt diesen Verein Buy Local gegründet. Zuerst waren das halt nur Buchhändler, die dem Verein angehörten und irgendwann öffnete sich der Verein auch anderen Einzelhändlern gegenüber und dann habe ich halt gesagt, okay, ich mache da mit, ich finde die Idee absolut unterstützenswert. Denn wenn wir da nicht mitmachen und wenn die Menschen nicht irgendwann realisieren, dass man halt in den Innenstädten einkaufen sollte, dann gibt es halt irgendwann keine Innenstädte mehr. Denn das Internet wird natürlich immer mächtiger, das ist auch okay. Also ich kaufe auch durchaus Sachen im Internet, aber ich versuche erst einmal vor Ort zu gucken. Und wenn ich diese Sachen vor Ort nicht
erwerben kann, gibt es halt immer noch die Möglichkeit, das über das Internet zu erwerben. Aber wie geht man da jetzt genau vor? Also ich meine, abgesehen von so einer Kampagne mit, was weiß ich, Aufklebern, Plakaten oder ähnlichem, wie genau sind da die Mechanismen, um die Leute tatsächlich vor Ort in den Laden zu bekommen? Na, es findet also jetzt nicht, nicht speziell in deinen, sondern so insgesamt. Weil dieses Problem hat ja der Modeladen genauso wie ein extravagantes Schuhgeschäft oder Tabakwaren oder wie was nicht alles man kaufen könnte, ne? Ja, es findet natürlich in allererster Linie über diesen Verein erstmal so eine Art von Aufklärungsarbeit statt. Denn ich denke, dass vielen Menschen das gar nicht bewusst ist. Die sagen dann, ach, ich kaufe dann mal ein Buch bei Amazon. Nur was dadurch auch ausgelöst wird und was dadurch passiert, das ist den wenigsten klar. Was passiert denn da? Es geht in die Richtung, dass halt die Innenstädte absolut verwaisen werden. Also ich habe halt diese, ich weiß nicht, ob ihr das damals mal gesehen hattet, im letzten Jahr, ich habe diese Wärmekarussell, so haben wir sie getauft. Das ist eine ganz witzige Sache von einer schwedischen Firma. Man stellt dann ein kleines Teelicht rein und das ist im Grunde genommen wie so ein Karussell aus dem Erzgebirge, nur aus Metall. Und es standen halt zwei Politessen bei mir vor der Tür. Ich verkaufe sie halt zu 8,95, das ist ein gängiger Preis. Und diese beiden Politessen, man hört es halt durch die Tür, nee, hören Sie, die bekommt man im Internet für 7 Euro. Ja, Mädels, wenn ihr die weiterhin im Internet für 7 Euro kauft, dann habt ihr bald keinen Job mehr, weil ihr keine Falschparker mehr vor der Tür aufschreiben könnt. Und es ist ja ein Trugschluss, denn was du im Internet kaufst, muss ja irgendwie zu dir kommen. Und diese Portokosten zum Beispiel werden meistens komplett vergessen oder nicht wahrgenommen oder werden einfach ausgeblendet. Und was der Einzelhändler halt für die Stadt tut, das wird oftmals vergessen. Und das ist mir halt ein persönliches Anliegen, weil ich halt natürlich Einzelhändlerin bin, ich aber auch gerne einfach in meiner Stadt auch einkaufen möchte, weil das macht ja die Stadt auch spannend. Wie siehst du denn so ein Stadtkonzept an sich? Ist das egal, welche Läden da sind? Oder gibt es eine bestimmte Art von Läden, die man in der Innenstadt braucht? Oder? Wie sehe ich ein Stadtkonzept? Also ich denke, es ist halt einfach eine Vielschichtigkeit, ist für mich gefragt. Also ich möchte natürlich einen kleinen oder großen oder mittleren Buchladen haben. Ich möchte natürlich tolle Boutiquen haben. Ich möchte außergewöhnliche Läden haben. Das wäre für mich wichtig, aber das muss natürlich jeder hier selber entscheiden. Aber ich denke, diese Vielschichtigkeit ist für mich wichtig, also diese Artenvielfalt, das macht es ja spannend. Denn ich komme halt mit meinem zweiten Beruf auch sehr viel rum, bin sehr viel in NRW unterwegs und es geht einem manchmal so, dass wenn man in Innenstädten ist, man nicht mehr weiß, wo man ist, ob man jetzt in Hagen, Düsseldorf, Köln oder Wuppertal ist. Du hast ein Thalia, du hast ein Douglas, fertig ist die Laube. Stimmt, das haben wir letztens auch mal festgestellt. Da waren wir im hohen Norden und haben gedacht, ich kenne es von meinen Großeltern, da fuhr man in den Urlaub und da hat man in den Urlaub vor Ort was zum Anziehen gekauft, weil es das nur da gab. Und das ging da gar nicht, weil da gab es dieselben doofen Läden wie bei uns auch. Ja. Da ist mir das auch bewusst geworden. Ist denn bei diesem Buy Local eigentlich auch der Gedanke, nicht nur den Käufer aufmerksam zu machen, sondern auch den Einzelhändler wieder, dass man auch sich vielleicht auf die Mitstreiter, die ja keine Konkurrenz sind, weil sie andere Ware anbieten, wieder so ein bisschen beruft, dass man sich also auch gegenseitig supportet dann? Ja, ich denke, es hat einfach viel mit diesem Netzwerkgedanken zu tun. Mhm. Also ich meine, das finde ich auch toll in der heutigen modernen Zeit, dass man sich natürlich über das Internet gut vernetzen kann. Das ist sicherlich der Gedanke dahinter, auf jeden Fall. Also ich vermeide auch das Wort Konkurrenz, es sind Mitbewerber. Mhm. Denn selbst wenn ich wollte, ich könnte ja diese 230.000 Einwohner, könnte ich ja nicht alle mit Rahmen versorgen, da hätte ich ja ein echtes Zeitproblem. Das wird schwierig, da musst du ein paar Nächte noch zu erfinden, um das dann zu schaffen. Sozusagen, ne? Genau. Ich kann das vielleicht in meiner zweiten Reinkarnation schaffen, ich weiß es nicht.